der Montasio, verborgener Berg. Die Tausenden, die jeden Tag auf der Adria-Autobahn durch die Karnischen Alpen sausen, müssen schon genau aufpassen, um wenigstens sein Bild für einen Augenblick zu erhaschen. Seit ich ihn zum ersten Mal wie schwebend zwischen den Bergkämmen für mich entdeckt hatte, will ich hin und hinaufsteigen auf diesen grauen Riesenkristall der Julischen Alpen. Jetzt ist es soweit. Der Montasio verbirgt sich wirklich. Ein abenteuerliches Sträßchen aus dem Ersten Weltkrieg führt ins Donjatal zur Malga Plan dei Spadovai. Alm- und Agriturismo, die im Sommer von der Familie Monego bewirtschaftet werden. Mutter und Tochter Eliana sind gerade in der Küche. Questo è il Cercione. Così è il Cercione. Però ha un altro ripieno. Cersons sind eine Art Ravioli mit Ricotta. Sie machen immer 500 auf einmal, erzählen sie. Typische friulanische Bauernküche. Alles aus eigener Herstellung. Noch etwas fällt hier gleich ins Auge. Eine bizarre Sammlung, die Eliana angelegt hat. Sie war 10, als die Familie die Alm übernommen hat. Auf ihren Streifzügen als Kind hat sie damit angefangen, die Überbleibsel des Gebirgskriegs aufzuglauben. Ein Helm der italienischen Alpini. Er ist etwas ganz Persönliches und hat zum Schutz des Lebens gedient. Ohne ihn hätte man nicht überlebt, sagt sie. Der Mama gefällt der ganze Kram nicht. Der Krieg ist zu nichts gut, sagt sie. Es gibt nur so viele Tote, sonst nichts. Sie würde am liebsten alles ins Museum geben, aber Eliana widerspricht. Es ist Teil unserer Geschichte. So lernen wir diesen weltverlorenen Flecken von diesem traurigen Kapitel her kennen. Eliana führt uns auf einer alten Mulattiera, einem Maultierpfad, auf ihren Hausberg. Aquí siamo in la strada militare. Sì, questa era la mulattiera. Es war der Nachschubweg, auf dem Frauen aus dem Tal das Cermona-Bataillon am Gipfel versorgt haben. 1915 führte hier die Front des Ersten Weltkriegs über die Berge. Mit der Zeit hat sich Eliana immer leidenschaftlicher damit beschäftigt. Die Konservendosen zum Beispiel. Was hatten sie damals drin? Und wie waren sie gestaltet? Dann erreichen wir eine freie Kuppe mit Grabsteinen. Darüber steht ein Marterl mit einer Inschrift im friulanischen Dialekt, den sie von klein auf beherrscht. Par segnal una crujute, jes colpide l'ital cret. Fra castellis nas l'erbute, sot di lor io duar quiet. E significa appunto. Als Zeichen habe ich ein Kreuz auf diesem Hügel errichtet, wo zwischen Kräutern die Sterne erblühen, unter denen ich in Frieden ruhe. Schön und traurig zugleich. Ja, sagt sie, da bekomme ich Gänsehaut. Fa molto, fa venire i brividi. Geschützt in einer Mulde unter dem Gipfel lag der Bataillonsgefechtsstand. Die einstige Kapelle ist heute zu einer Biwakhütte umgebaut. Der 2100 Meter hohe Berggipfel ist damals von der österreichischen Artillerie bombardiert worden, aber die Versuche, die Front am Kanaltal zu durchbrechen, wurden vereitelt. Eliana hat, natürlich aus eigener Herstellung, Käse und Salami dabei. Il nome di questo monte. Il Lof di Miegenjot. Miegenjot? Miegenjot heißt der Berg auf Friulanisch, zu Deutsch Mitternacht. Das alles hier, so widersprüchliche Aspekte, die traurige Geschichte, die atemberaubende Landschaft.
Ja, deswegen sind wir mit Glück beschenkt, das alles ohne irgendeinen Krieg zu haben, sagt sie. Von hier haben wir den besten Blick auf unser Ziel, den Gioff di Montasio. Und wir sehen die Route, die wir gehen wollen, durch diese abweisende Nordflanke, ein Labyrinth aus Stein. Es ist der wuchtige Abschluss der Julischen Alpen, deren östlicher Teil in Slowenien bekannter ist. Mitten in der bizarren Szenerie steht der gezackte Jalovec. Direkt unter unserem Gipfel verläuft das Kanaltal mit der Adria-Autobahn. Der tiefe Einschnitt trennt die Julischen von den Karnischen Alpen. Vor unserer großen Bergtour erkunden wir noch einen Ort, denn die Gegend zählt zu den verlassensten Alpenregionen. Im Bergdorf Dordola hat erst der Krieg einen fürchterlichen Blutzoll gefordert, dann gingen die Menschen, weil sie das karge Leben satt hatten. Vor Jahren habe ich hier Kaspar Nikles kennengelernt. 2005 ist er seiner italienischen Frau in ihr Heimatdorf gefolgt. Als Bergbauer kultivierte er alte Pflanzensorten mitten im Dorf. Schaut's aus? Ja, das war das Unwetter letzte Nacht. Gut, dass Regen gekommen ist, aber muss dann immer gleich so viel auf einmal kommen. Aber sie stehen schön da, die Bohnen. Ansonsten stehen sie gut da. Ja? Die Bohnen sind halt typisch hier. Es gab früher viele Menschen und wenig Nutzfläche. Das heißt, es gab auch wenig Tiere pro Familie. Und pflanzliches Eiweiß war wichtig. Hier gab es so viele Menschen, dass pro Familie nur ein oder zwei Kühe vorhanden waren. Und dann war Eiweiß immer Mangel. Und Bohnen ist natürlich. Außerdem wachsen die gut auf mageren Böden, solange es viel regnet. Aber grundsätzlich regnet es hier viel. Als Kaspar kam, gab es keine Bauern mehr. Auch keine jungen Leute und kein Vieh. Die Einwohnerzahl war von einst 500 Menschen auf 35 geschrumpft. Jeder einzelne Mensch spielt hier eine Rolle für die Zukunft. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, führt Kaspar gelegentlich auch Gruppen in die Berge über dem Dorf. Wir folgen ihm auf einem alten Kulturweg in eine neue Wildnis der verwachsenen einstigen Almen. Pass auf hier. Diese Kalksteine, weißt du. Dein erster Eindruck, als du hierher gekommen bist? Ja, ich war fasziniert von den vielen Steinen, die Menschen hier zusammengetragen haben, um in dieser unwirtlichen Landschaft kleine Portionen an menschlichem Lebensraum rauszuschlagen. Aus Schwaben stammend ist Kaspar Nikles auf einem Bergbauernhof in Kärnten aufgewachsen, hat Landwirtschaft studiert und ist jetzt New Highlander, wie es Kulturanthropologen sagen, ein Pionier. Und genau das hat ihn gereizt. Die jahrhundertealte Kulturlandschaft hatte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in eine neue Wildnis verwandelt. Kaspar hat die alten Wege, die hier überall durchs Gebirge führen, genau erforscht. Ein paar hundert Höhenmeter über dem Dorf stoßen wir plötzlich auf Überbleibsel. Die Reihe alter Bäume hat einst eine Grundstücksgrenze markiert. Und der von der neuen Wildnis überwucherte Platz hier war eine Alm. Das war eine richtige große Stallung, oder was war's? Ja, das waren genau genommen drei Ställe, einer von denen, plus diese Hütte, gehört meinem Schwiegervater, plus Mistgrube. Drei Ställe, drei verschiedene Besitzer und eine Hütte, wo dann Milch verarbeitet wurde, weil es hier zu weit weg war vom Dorf unten.
Also um jeden Tag da rauf und runter zu laufen, haben sie dann direkt vor Ort die Milch verarbeitet. Und hier wurde offensichtlich dann Käse gemacht. Beziehungsweise oben drin, das muss ich dir zeigen. Ja, schau mal. Früher gab es ja keine Heutrocknung. Und hier ist viel regnet, grundsätzlich mussten die eigentlich alles aufhängen. Heunzer, sagt man im Allgäu. Auf diese Kiefern- oder Fichtenwipfel. Ja, hier bin ich momentan noch nicht dazu gekommen, das zu rekultivieren. Aber wenn ich nicht gekommen wäre, dann wären die Wiesen näher unten am Dorf auch inzwischen in so einem Zustand. Ja, die Buchen, die großen, sind was Besonderes. Aber das, was man sonst hier so rundherum sieht, so würde es da unten dann auch sehen. Unten steht das alte Haus der Familie. Marinas Küchenkräutergarten. Den Kampf mit dem Wald führt Kaspar vom früheren Bergbauernhof der Familie seiner Frau Marina aus. Hallo. Ciao, Marina. Josef. Hallo. Hallo. Ciao. Impressionante. Ti è piaciuto? Sì, molto, molto. Hier leben sie mit den beiden Söhnen, haben Gästezimmer und trotzen dem Wald wieder Weiden ab. Auch eine der Almen hat Kaspar Niklas mit Freunden wiederbelebt und nach eine Schafherde aufgebaut. Ich bin damals mit 7 Lämmern, mit meinen 7 ersten Kreiner Steinschaflämmern aus Kärnten, dann hierher gekommen, nachdem ich die steilen Wiesen gesehen habe und gemerkt habe, okay, Kühe ist vielleicht nicht so gut. Und heutzutage leben die Menschen zwar nicht mehr von ihren Nutztieren, aber sie fühlen sich an verwaldeten, verbuschten Orten trotzdem langfristig nicht wohl. Aus den Bergen um Dordola reicht sein Netzwerk inzwischen ins Val di Ferro. Die Fella ein Stück weit aufwärts bis nach Chiusaforte, dem Tor zu den Tälern des Montasio. Hier verläuft der Alpe Adria Weg in seinem schönsten Abschnitt als Radweg auf der alten Bahntrasse. Den Bahnhof selbst betreibt eine Kooperative von 10 jungen Leuten als Stützpunkt und Gasthaus an der beliebten Route. Eine von ihnen ist Mariana Faleschini. Das ist eine große Opportunität für uns, weil im Tal werden Leute immer weniger. Alle fliegen in Städte. Und jetzt ist das eine Möglichkeit für uns, mit unseren Familien hier zu bleiben. Also auch in kleinen Dörfern wie Chiusaforte, das nur noch nicht 1000 Einwohner hat. So entwickelt sich die Landschaft von ihrem Nullpunkt aus wieder neu, in dieser Naturwildnis, die von einem Berg überragt wird. Dem Cioff di Montasio. Jetzt ist der Tag X für uns gekommen. Und der neue Tag erwacht im Osten hinter dem Mangard und dem Kloster der Madonna von Lussari. Wir haben über dem Plan dei Spadovai in der kleinen Hütte, dem Rifugio Grego, übernachtet. Anne, eine Bergfreundin aus dem Allgäu, ist mit dem ersten Büchsenlicht heraufgekommen und der einheimische Bergführer Ennio Rizzotti, der den Montasio vielleicht so gut kennt wie niemand sonst. Molto presto. Sehr früh am Morgen ist es, aber das ist notwendig für unsere Tour, sagt Ennio. Es ist ein spezieller Platz für ihn. Er war hier selbst schon Hüttenwirt auf dem Rifugio Grego. Die Familie mütterlicherseits hat die Hütte 45 Jahre lang bewirtet. Deshalb fühlt er sich wie zu Hause und freut sich drauf, uns auf diesen Berg zu bringen, den er so gut kennt. Ein Herzensberg, an dem er praktisch aufgewachsen ist. Der Plan? Über die abweisende Nordseite wollen wir aufsteigen auf dem alten Weg der italienischen Jäger. Gut 1600 Höhenmeter liegen vor uns. Durch ein von Wind und Wetter wild zerklüftetes Bergmassiv.
Durch den Karnitza-Graben führt zunächst ein längerer Zustieg. Ich freue mich auf einen Traumberg und habe größten Respekt vor der Herausforderung. Aber das Wetter passt. Andere Menschen werden wir auf unserer Tour trotzdem keine treffen. Dann laufen wir an der Moräne des verschwindenden Kargletschers entlang. Wie geht's dir gerade? Gut, ganz gut. Ich bin wirklich glücklich und möchte im Moment nirgendwo anders sein. Bloß da. Einfach schön, schau mal den Blick, die Weite. Das tut einfach gut, den Horizont zu sehen. Ja, da geht alles auf in einem. Siamo quasi arrivati all'attacco della via. Wir sind jetzt fast am Einstieg. Attacco della salita. Abstieg. Einstieg. Einstieg della salita. Hier hat er seine Jugend damit verbracht, die Kletterrouten zu erkunden. Unterwegs zu sein auf den Spuren unserer Großväter lässt ihn eine außerordentlich gute Energie spüren, sagt Ennio. Auch Julius Kugi, der Erschließer der Julischen Alpen in der K&K-Zeit, hatte die Gegend um den Montasio als sehr spezielles Gebiet mit besonderer Energie beschrieben. Ennio kommt jedes Mal mit großem Respekt hierher, mit einer besonderen Aufmerksamkeit. Er hat viel gelesen von den frühen Pionieren, den Erstbesteigern, den Jägern. Alpinisti, vecchi esploratori, i vecchi cacciatori, i vecchi bracconieri. Die Wilderer. Esatto. Fast 1000 Meter hoch baut sich jetzt das Felsmassiv über unseren Köpfen auf. Die Szenerie mit dem von hier schon weiten Blick in die bizarren Gipfel der Julischen Alpen gibt unserem Vorhaben noch die zusätzliche optische Würze. Impressionante. Impressionante. Pensa che i cacciatori italiani scendevano senza corda qui. E risalivano col camoscio sulla schiena. Denk dran, dass die italienischen Wilderer hier mit der Gemse auf dem Buckel und ohne Seil geklettert sind, hat er gesagt. Also nicht zaghaft sein, soll das wohl heißen. Die alte Wilderer-Route verdankt ihren heutigen Namen Via Amalia der Bergsteigerin Amalia Zuani Bornettini aus Triest, die hier tödlich abgestürzt ist. Das erste Wandstück aber erweist sich zunächst als zuverlässiger und relativ neu hergerichteter Klettersteig. Anne, pass auf hier. Du auch. So. Hier kommen wir gut und am Drahtseil gesichert voran. Immer tiefer führt der Weg durch die Klüfte und Verwerfungen des Bergmassivs. Geschickt haben die frühen Entdecker die geologischen Strukturen genutzt, um sich über Rampenbänder und Kamine hinaufzuschleichen. Immer neue, überraschende Passagen halten uns in Atem. Bergsteigen wird hier zur intensiven Auseinandersetzung mit der puren Materie des Bergs. Dann haben wir das in die Wand gelagerte obere Kar erreicht. Jetzt geht es in leichterem Schrofengelände weiter, in Richtung zur Bergschulter des Montasio. Wir haben inzwischen reichlich Luft unter den Füßen. Aber immer noch baut sich ein Felsbollwerk über uns auf.
Dann liegt die heikelste Stelle vor uns, wegen der der Weg ohne Begleitung durch einen lokalen Experten wie Ennio zu diesem Zeitpunkt gesperrt war. Ein Erdrutsch hat hier den Steig aus dem Berghang gewischt. Jetzt brauchen wir die Seilsicherung, denn ein Ausrutscher im schmierigen Steilgelände würde ins Bodenlose führen. Lang zieht sich der Weg durch die Kare und Abstürze ums Bergmassiv herum. Die Route führt uns schließlich über einen delikaten Durchlass aus der Felsflanke zu einem luftigen Felsbalkon mit einer Biwakschachtel für Notfälle. Ein verdammt langer Weg. Ja, eine schöne lange Tour, findet Ennio. Es läuft gut, wir gehen in einem guten Rhythmus und werden den Gipfel am frühen Nachmittag erreichen. Und du hast nicht mal eine gewilderte Gams auf dem Rücken, sagt er noch. Eine Wahnsinnsaussicht die ganze Zeit. Und wenn man mal Kurve kommt, ist wieder eine neue Überraschung, ein neuer Blick. Und der Fels ist ganz toll. Keine Leid mehr erläut, das ist Wahnsinn. Selbst die gar nicht scheuen Steingeißen scheinen sich zu wundern, dass wir Menschen vorbeikommen. Und der Blick schweift über diese urwüchsige, menschenverlassene Alpengegend hinaus ins Tal der Fella und in die Karnischen Alpen. Dreihundert Höhenmeter liegen noch vor uns. Eine Stunde durch die oberste Stufe dieses Riesenkristalls von einem Berg. Und als ob der Montasio den besonderen Moment noch ein bisschen hinauszögern und das Erlebnis noch größer machen wollte, bleibt uns noch ein luftiger Spaziergang direkt über den Gipfelgrat. Gegenüber taucht jetzt der markante Bergrücken des Canin auf, über den die Grenze zu Slowenien verläuft. Dahinter liegt das Tal der Soča und Bovec. Wir haben den höchsten Punkt im weiten Umkreis erreicht. Der Montas, friulanische Landmarke zwischen Adria im Süden und den Karnischen Alpen im Norden. Ich bin müde und glücklich. Es sind diese Momente, die lang in Erinnerung bleiben. Und für Ennio, dein Berg, sage ich, aber nein, es ist der Berg von allen, betont er. Aber jetzt, in diesem Moment, sind nur wir da. Trotz der anspruchsvollen Tour, dem bevorstehenden Abstieg, dehnen wir diesen wunderbaren Moment aus und lassen die Zeit stillstehen. Unten auf der Südseite liegt der Alto Piano, die Alm des Montasio, grüne Oase im Felsenmeer der Julischen Alpen. Für mich ist das ein unglaublich großer Berg, wie ein Riesenbergkristall. Und man merkt das, man spürt das, wenn man hochgeht. Ja, das ist weit, è lungo, è un monte grandissimo. Un punto d'arrivo. Ja, es ist wirklich ein Ziel, bestätigt Ennio. Ein Ort, an dem man einmal im Leben ankommen muss. Und dann die Landschaft, die Täler, Almen, der Käse, alles Dinge, die für einen Friulaner bedeutsam sind. E sono tutte cose che per un friulano sono molto importanti. Wir überschreiten den Montasio und kommen durch die Reste der Gipfelstellung aus dem Ersten Weltkrieg, der 1915 auch vor den höchsten Bergen nicht Halt gemacht hat. Den deutlich leichteren und kürzeren Leiterweg auf der Südseite nehmen wir für den Abstieg. Seinen Namen hat er von der langen Eisenleiter Scala Pipan, die vor kurzem erneuert wurde.
Was für ein Tag durch immer anspruchsvolles Bergsteigergelände. Einmal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang über das alpine Wahrzeichen Friauls. Es ist der Zeitpunkt für einen Dank für den Tag mit einer Madonuta, einem Marienlied. Madonute da Lusari, canus tintin intis ben, in quel paradis intiare, cum talians todes ques glas. Bravo. Grazie mille, bravo. Im Rifugio Brazza auf dem Alto Piano di Montasio übernachten wir und wachen auf in einer anderen Welt. Der Alltag hat mit dem Ansturm der italienischen Sommerfrischler auf dieser berühmten italienischen Alm begonnen. Nur in der Sennerei sind Simone und Adriano schon seit dem frühen Morgen dabei, den berühmten Montasio Almkäse herzustellen. Die meisten genießen einfach die beeindruckende Umgebung, ohne die ganze Größe und Schönheit des Montasio zu kennen. So ist der verborgene Berg ein Ziel für Entdeckungen geblieben.